Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Ich habe dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Die Quest hatten wir sogar schon. Eine Smeeds. Da wollen wir hin. Ah, da fällt mir was ein. Ich hoffe, den Trick gibt's noch. Oh, jetzt habe ich auch schon ausstoßen. Jeder alte Skyrim-Spieler weiß, was ich hier mache. Ja! Das ist ein uralter Trick mit irgendwelchen geilen Sachen einfach. Und das ist kein Diebstahl hier. Das ist total geil. Also hier die Stelle für alle. Da ist die Schmiede. Also nicht die Schmiede, sondern Dingens. Ist eigentlich eine Schmiede. Es heißt, dass Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Jo. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Da ist die Mine und da die Bäume. Da so zwischen diesem großen Fels und so. Da müsst ihr ein bisschen rumgucken mit dem Cursor. Jetzt muss ich natürlich erstmal langsam bewegen. Wo ich Idiot eigentlich mal gucken sollte, vielleicht war ja irgendwas Brauchbares dabei. Jagdbogen des Entziehens. Nee. Bekleidung, ja, ist sehr viel. Da müssen wir echt mal was erst loswerden. Hier, da haben wir eine 44. 49. Siehst du, ohne Verbesserung. Nee, warte, die ist doch verbessert, oder? Nee, ist sie nicht. Okay. Ohne Verbesserung ist die Zwergendings besser. Schild. So. Wie gesagt, alte Skyrim-Spieler, die kennen diesen kleinen Trick. Gerade für den Anfang ist das sehr praktisch, um an ein bisschen Geld und vielleicht ein bisschen Ausrüstung zu kommen und sowas. Die füllt sich auch, glaube ich, wieder auf. War, glaube ich, mal so. Das dauert aber auch sehr lange. Jeder Händler hat theoretisch eine Tour, wo er sein Zeug drin lagert und sowas. Und das ist halt noch so ein altes Überbleibsel davon. Das, warum die da ist, weiß keiner so genau. Wahrscheinlich haben die Entwickler diese Tour einfach nur vergessen. Das ist das Wahrscheinlichste. Wir sind gleich da. Dema-Rüstung sieht eigentlich schon ganz geil aus. So vollständig. Außer unsere Füße, die sind keine Dema. Dann wollen wir jetzt mal handeln. Bei den Göttern, ich bin so müde. Nicht viel. Nach meiner Heirat kam ich vor einigen Jahren aus Hammerfell hierher. Das Land ist zwar wunderschön, aber ich vertrage die Kälte nicht. Ich weiß nicht, wie Rustleif das aushält. So ist es. Die Heimat der Rotwardonen. Das Land des Sandes und der Meere. Ich hoffe, ich kann Rustleif eines Tages überzeugen, mit mir dorthin zurückzukehren. Bis dahin reicht es mir aber, mit ihm die Schmiede in Dämmerstern zu führen. Werft einen Blick drauf. Zuerst müssen wir was loswerden. Waffen. Die Dinge, wo wir wissen, dass die auf jeden Fall schlechter sind. Also für uns natürlich. So, und jetzt die Bekleidung. Wohl kriegen wir vielleicht was. Höhlenbärenpelz. Ich glaube nicht. Die kann weg. Oh, die hat kein Geld mehr. Dann müssen wir bei dir mal einkaufen. Das ist so mein Trick. Einfach immer kaufen, verkaufen. Also eher so ein Tauschgeschäft als alles andere.
Oh ne, Erz wollte ich gar nicht mitnehmen. Huch. Das ist zu teuer, wie es aussieht. Soll ich das aufheben? Ich meine, hat das ein ganz schönes Gewicht und das kommen wir verkaufen. Nicht. Oh, die sollten wir auch anziehen. Wir schmieden. Neue Stufe! Juhu. Gehen wir mal wieder auf Gesundheit. Das sehen wir uns kurz. Falls ihr etwas braucht. Oh, ich kann hier gar nichts verbessern sehen. Das ist nicht so toll. Aber ich kann immerhin ein bisschen was machen. Schmuck vielleicht. Nee. Stahl. Irgendwas muss man ja mal machen. So. Ich helfe meinem Gatten die besten Waffen und Rüstungen. Ja, das glaube ich dir sogar, aber ich muss jetzt erst die Sachen loswerden, nicht. So, Waffen. Ach, Bekleidung. Also gut. Ah, ich habe immer noch zu viel hier. Was ist da? Räumt mal auf. Gehen wir nochmal zu den Khajiit. Die wollen bestimmt was noch davon haben. Wie kann ich euch helfen? Werf deinen Blick darauf. Oh, die hat noch gar kein Geld. Okay, dann müssen wir was bei der kaufen. Mondzucker. Okay. Muss die schweren Sachen loswerden. Gut. Bin die schweren Sachen loswerden. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. So, Dämmerstern haben wir erkundet. Das heißt, wir werden jetzt die silberne Hand vernichten. Sobald wir weit genug weg sind. Können wir an der nochmal rumknabbern oder auch nicht? So. Oh, da ist die Ausdauer auch gleich hinüber. Ja.
ja auch einen Menschen. Doch keine Verbesserung. Hat der gerade einer mit einem Pfeil auf mich geschossen? Was war das? Komm schon! Ich bin da! Klein Snack nochmal hier. Den auch mal. Sieg oder Sovngarde? Ja, du kommst aus Sovngarde. Keine Sorge. Da ist mein Snack darunter gefallen. Unhöflich. Naja, wir gehen jetzt da rein, sind drinnen jetzt, besser gesagt. Lassen wir das Spielchen. Anführer der silbernen Hand. Verwandeln wir uns eben zurück, damit wir wissen, was in der Truhe noch ist. Loridas. Sundas ist wahrscheinlich der Sonntag oder Samstag. Oh, hat sich gelohnt. Plus 9, plus. Noch mehr bessere Rüstung hier. Ah, die nicht, aber die. Schuppenpanzerrüstung. Ja. Bekleidung. So, damit es halt zum Outfit passt, deswegen. Krass, echt. 49 und die haben 58 Rüstung, Alter. Das ist um einiges besser. Schwarze Pfeil. Ah, das hatten wir gelesen. Eins auf jeden Fall. So, hier wieder. Große Spinne. Ich weiß, wie gesagt, wir werden sehr oft die Bücher zigtausendmal sehen, weil ich mir, es gibt so viele verschiedene. Irgendwann haben wir aber alle in der Welt gesammelt und werden keine mehr finden. Also müsst ihr auch so sehen. Und wieder so ein Riesenbuch. La la la. Alter, hört das mal wieder auf. Mm-hmm.
Da! Ah, zu Ende. Ach ja. Boah, ich bin so müde. Ich mag auch alte Männer. Was? Oh Gott. Ich muss die Bücher wirklich irgendwann mal alle lesen. Ich mag auch alte Männer. Was stand da? Alter. Boah, ey, echt großes Lob an die Entwickler, dass sie sich da herangesetzt haben mit den Büchern. Das ist ja in The Witcher noch schlimmer. Ugh, Mann, Mann, Mann. Muss man so Hörspiele machen mit den Büchern, ne? Oh, es ist zu Ende. Welch ein Glück. Gibt es zu der Mission jetzt eigentlich noch irgendwie ein, ich sollte nur den Anführer töten. Aber wo geht's denn da lang? Aha. Geh mal rein, wir haben ja den Schlüssel, ne? Na, sind noch andere. Was? Ich hab daneben geschossen? Hast du was gehört? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen? Ja, ist sie. Ich finde, die unterschiedlichen Parteien brauchen andere Dialoge. Also teilweise hört sich die silberne Hand an wie ganz gemeine Diebe halt. Oh, ein Granatsteiner wäre dazu bekommen. Sehr schön. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Siehst du, die reden über Taschendiebstahl. Holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Ist da jemand? Nein. Krass, dass ich ihn echt noch getötet habe, bevor er mich richtig gesehen hat. Das
Silvanahand ist doch kein Bandit. Oder heißen die jetzt einfach nur Bandit, obwohl sie immer noch Silvanahand, obwohl sie eigentlich Banditen sind? So, wieder da, das auch einer. So, die hätten wir dann auch. Ich glaube, das hatten wir schon, das Buch, oder? Was die mir auch mit Skoma haben, das ist hier irgendwie wie Kokain oder sowas, weißt du? Aber die silberne Hand, die, die sich verpflichtet hat, Werwölfe und Untote zu töten, nein, die. Ist ja wie wenn heutzutage unsere Polizei Kokain nehmen würde oder so. Was natürlich nicht auszuschließen ist, dass ich es tun, nicht tun, also. Die tun es vielleicht sogar, wer weiß. Med, Med, Med. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Doof. Ja, ja. Boah, ich habe immer noch Lust auf Med. Das ist gefährlich. Hä? Ist denn der, den ich als erstes getötet habe? Warum fliegen die denn immer so weit? Genug Erz, Eisenerz. Obwohl man davon nie genug hat, aber ich will euch jetzt auch nicht die ganze Zeit damit langweilen, wie wir hier Erz abbauen. So, aber ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen und dann hätten wir das hier nämlich. Der Anführer der silbernen Hand. Nee, da waren. Warte, da liegen jetzt Tote. Nee, von da kommen wir, okay, alles gut. Da müssen wir nicht runter. So, wir sollen jetzt zu Aela zurück. Vorher können wir mal hier noch einschmelzen vielleicht. So einfach geht das. Wo bist du? Ach ja, Karte. Ist das hier? Halle der Wachsamkeit. Ist das nicht das, was die abgefackelt haben sollen? Die Vampires? Geh mal nach Drachenläste. Nein, Feste. Ein Stab. Oh.
Das dauert jetzt aber ein bisschen länger hier, ne? Ich will hier noch mal rein. Habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Eine Anspielung darauf, dass wir Werwölfe sind oder ein Werwolf. Das ist unser Helm. Okay, trotzdem. So. Den Ring legen wir an. Können wir auch erstmal anlegen. Jetzt nochmal die Alchemie. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen Krieger? Nein. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ich verstehe mal diesen Satz nicht. Keine Ahnung, was der mir damit sagen will. Was will der mit einem Mädchen gelandet? Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winter. So. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Benötigt ihr Vorräte? Also Feletor in seinem Laden auf. Es ist ein etwas schwieriger. Denn wir sind die Kinder der Menschheit. Und wir werden Himmel wie auch Erde besitzen. Dieser Typ. Jo, was grad? Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Noch nicht.
Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Okay. Die silberne Hand durchkämmt die Welt nach weiteren Stücken von Wutrad. Eine Gruppe versteckt sich in Rift. Holt es zurück. Zum Ruhm von uns allen. Jo. Und wieder eine neue Stufe. Jetzt Talente zu verbessern. Schmiedekunst. Was? Wir können die Schmiedekunst... Dabei fällt mir ein. Wir müssen jetzt... Ich bringe ihn wirklich um, oder? Wir sind eins. Ehe ihr emporstieg. Nein, im Moment noch nicht. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Ja, natürlich. Ich bin total gegen Frauen. Ich bräuchte nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Kenne ich nicht. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Grundumbauen bräuchte ich für die, hätte ich wirklich gedacht. Ich sage nicht, dass ich der Best... Die besten Waffen und Rüstungen. Die mal alle. Wir brauchen ein bisschen Geld. Oh. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Gut, das geht hier nicht. Material. Oh, der Eisen. Ich weiß, dass ich zu viel trage. Kennt ihr meinen Nein, kann ich Klingen, nicht. Doch, kenn ich. Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, zack. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ich glaube sogar, dass ich den noch aus der Elder Scrolls kenne, aber ist vielleicht auch einfach so ein gängiger Name wie Tim, Tom, Tobias. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß hier mal abladen. Können wir immer noch nicht. Da brauchen wir hier endlich wieder Platz. Zu restlichen Zutaten. Früher, irgendwann wird uns das alles noch richtig viel Geld bringen. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn wir das jetzt alles einlagern. Oh, Folge ist eigentlich auch schon zu Ende. Na, das machen wir noch. Waffen vielleicht noch. Vollschwert.
Gut. Damit hätten wir das. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, tschüss.